Moinsen und willkommen zurück bei Red Dead Redemption 2. So, wir machen gerade hier ein bisschen Rast. Ich habe gerade ein Stück Vogel gegessen. Wir können ja eigentlich mal auch gleich ein bisschen mehr hier zubereiten. Großwildfleisch. Was mal, oder wenn mal Rezepte. Gibt es noch andere Rezepte? Großwildfleisch mit Ackerminze. Fettes Vogelfleisch. Dann kochen wir das jetzt noch. Ein bisschen beschleunigen. Das packen wir mal weg. Ups, falsche Taste. F. So, dann braten wir uns das jetzt noch. Ich glaube, das Schlafen brauchen wir heute gar nicht mehr. Wir sind ja schon wieder am frühen Morgen anscheinend. So, dann schnabulieren wir das noch. Ist auch wieder voll. Nochmal kochen. Als Vorrat nachher. So, Chaco rennt da vorne rum. So, lagern. Nochmal kochen. Ich glaube, das sollte dann aber auch reichen. So, falsche Taste wieder. Zurück. Ich glaube, verlassen können wir jetzt. Schlafen. Ja, weiß ich nicht. Es ist ja schon hell, ne? Dann können wir da schlafen auch ab. Ja doch, wir können es lassen. Ist egal. So, das ist aus. Wo war das jetzt? Wo sind wir da? Da müssen wir hin. Jetzt dürfte uns eigentlich nichts passieren mehr. Let's go, girl. Was war das? Hey, Dass wir ihn ja auf Bären treffen. Mal gucken. Wir können ja noch mal hier eine Medizin zu uns nehmen. Keine Wölfe, das ist schon mal gut. Ja, jetzt können wir da doch benutzen. Die Mission auch spielen. Noch die zwei Wölfe von vorhin. Easy now. Jetzt habe ich ja keine Waffen mitgenommen. Aha. So, du und du. Packen die Waffe erstmal weg. Was ist hier los? Shell of safety. Shell of safety. Can I speak to the boy? Arthur? Hello, son. Your sister is very worried. The boy has chosen a path, sir. The path to truth. Well, his sister just wants to speak with him. Arthur, I've chosen a path. The boy has chosen a path. He's chosen safety. What path have you chosen, sir? Unentschlossen, ungeduldig. So, do you have an answer? I don't know about this nonsense. Let me speak to the boy. Dut, dut.
Are you always this negative and antagonistic, sir? Ist halt so. Oh, ich entschuldige mich. I'm not a very cultured man. Forgive me, please. I am a fool for my God and a happy one, sir. I bless you. What do I dream about? Who are my heroes? Schildkröten? I have no idea. Turtles. Yeah, turtles. Hey. You love turtles? I love them too. Turtles. Jamie knows the truth. But of course, you may speak with him. Exactly. If your teachings are so great, what harm can I do? I'm not coming with you, Arthur! Just come and speak with Mary, then make up your mind! Leave me alone, Arthur! Ach man, immer dasselbe. Immer dasselbe. Dass sie einfach nicht hören wollen. Oh. Entschuldigung, in dem Moment jetzt so ein blöder Wagen da rum, um die Ecke. Na komm schon, noch ein bisschen. Das kann doch nicht sein. Damn it, we gotta do this the hard way. I was doing just fine by myself. Little jacket. Sorry, mister. Just stop. Let's talk about this. What are you gonna do, Jamie? Live the rest of your life in the mountains with those people? You ain't no killer. You don't know who I am. Warte mal. Mein Pferdchen braucht Ausdauer. Mach die ganzen Kühe verrückt hier. What the fuck? Was ist denn jetzt passiert? Jamie ist entkommen? Was? Der war doch noch in meiner Nähe. Das ist aber hier Feierabend. Damn it, we gotta do this the hard way. Just using you, telling you what you want to hear. What the hell do you know about it, Arthur? Bin aber schon näher dran als letztens. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Christ sakes, Jamie, just hold up a minute. I was doing just fine by myself. Oh nein, 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 reite doch schneller. Reite! You can see this is crazy. You're the crazy one.
gibt's doch nicht. Oh nein, jetzt hier vorne aber. Sorry, Mister. This is none of your damn business. What are you gonna do, Jamie? Live the rest of your life in the mountains with those jetzt, people? They're my friends! Yeah. If you don't leave me alone, I'll shoot you! Warte mal, wir werden mal schnell unser Pferdchen hier einen Push geben. What are you talking about? You ain't no killer! Morgan. Leave me alone. Please, kid. Put that gun down. I warn you, Arthur. I don't want to live anymore. Kid, just calm down. Leave me alone. Halte gedrückt, um die Anzeige. Was? Down. Let's go see your sister. Okay. Okay. It's okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. That's all a long time ago, son. Okay. Wo sind wir jetzt eigentlich hingeritten? Müssen wir am Arsch der Welt sein, oder was? Ach, nö. Das geht ja relativ. Warte mal, das mache ich weg. Ja, obwohl, das ist... Oh, du alter Bauer, ey. Ich glaube, ich reite da am besten die Schiene. This wasn't how I thought today would turn out. It's been a long time, Jamie Gillis. You were a kid last time I saw you. You didn't try to kill yourself. You know, you taught me how to ride a horse. Too well, apparently. Shalonia, though? Really? You'd fall for that? They were very nice to me. Oh nee, das ist doch hier diese... I'm sure. Die Stadt, wo die alle durchgedreht sind. Of course I did. They rely on charitable donations. Schnell vorbei. Come on. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtle. Shut up. All Father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me. But your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father, a nice man. He won't be happy I saw you. Please send him my worst regards. The thing is, he's right. I'm not good at anything. Ja gut, der Weg zeigt mir zwar einen anderen an, aber tell me something you like. Ich reite ja direkt drauf zu, also daher. Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. Here we are. She must be waiting inside. Ja, wir sind schon da. Oh, jetzt kann ich mich schon da reiten, ey. Morning, mister. We going in then? Morgen. Komm, Junge, komm. Warte mal, ich schieße dir in der Hand und du hältst dir den Arm, oder was? Oh, ja. Make it quick or I might run off again.
Du bist so, der hinter mir ist. So. Ist er? Jamie. Da ist er. Jamie! Come home. Please, you've... Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. Hm. Interessant. Erst betteln, bla bla bla, und jetzt weg, weg, weg. Weiber, ey. Oh, you'll never change. I know that. Ach, so war zum Abschied, ne? Echt nett. I feel like the luckiest man alive, and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. Hello. So, hallo, guten Tag. Mission abgeschlossen. Okay, wo haben wir die nächste Mission hier? Zeig mal her. Die nächste Mission wäre da oder da hinten. Also ich glaube, ich würde mal lieber sagen, ich gehe dahin. Das ist einfach mal näher. So, was mein Pferd da hinten? Hopp. Hühü. Weg da. Also, können wir hier gleich mal anhalten kurz. Und ein bisschen was verkaufen. Welcome. Verkaufen, bitte. Wie siehst du denn aus, Alter? Wow. Das ist ja 75 Cent, ey. Was bringt das? 1,20 $? Ne, das spare ich mir. Mehr können wir nicht verkaufen. Wir könnten beim Krämerladen höchstens mal gucken, ob wir Verkauf kriegen. Warte mal, ich glaube, das ist der hier vorne gleich, ne? Yep. Out of the damn way. You been in church to atone for what you did to me? So, verkaufen, bitte. I won't have you lingering. Do your shopping and move on. Sure, I'm always willing to stack up. Hm. Nee, können wir nichts verkaufen. Ganzen Goldschmuck und so ein Schnörkelzeug da. Aber wo können wir denn sonst noch hin? Warte mal. Stall. Arzt. Knarren. Saloon, Papier, Gemischtwarenladen, ja, keine Ahnung, da verkaufen wir halt nichts. Was haben wir denn hier eigentlich? Nichts zu sehen. Der kriegerische Bastard. Oh. You got this. Who else wants some, huh? Who else? Sure, I'll shoot you. Wouldn't mind some practice. Well, let's get to it then. Jo, wir machen das. Wie geht denn das? Halte gedrückt, um die Anzeige aufzufüllen. Wenn die Anzeige voll ist, hier ziehst du automatisch. Ha, ich hab mich getötet.
didn't go in that thick skull of yours? You miserable son of a bitch! Easy as that. Hm. So. Kann ich den jetzt plündern, ohne dass ich wieder was negativ... Ah, ich lasse es lieber. Ich lasse es lieber. Aber er ist nicht gestorben. Come on, girl. Ich habe ihn in der Hand geschossen. Ich hätte ihn zwar voll in die Birne schießen können, aber dann geht's ja los mit Mord. So, reiten wir mal. Es ist schon wieder nachts, ne? Oder geht gerade die Sonne auf? Ne, ich glaube, es wird gerade nachts. Am Tag ist es viel schöner. Was sind hier eigentlich? Oh. Ja, was ist der letzte? You ain't gonna see another day. We're dealing with you next. Aua. Fuck. Fuck. Oh, schnell plündern. Da kommt mich der andere, nicht dass der mir halt wegplündert. Hau ab, das ist meins. Mach dich weg. Richtigen erschossen. Well, don't let me keep you. Stay out of trouble. I'll try. Vater. Okay, gut, Vater und Söhne, ja, das wird schon das richtige gewesen sein, wenn wir gemacht haben. I didn't think they were serious. You'll be all right. If I can hier irgendwas spitzen. Hier ist eine große Truhe. Durchsuchen. Stop taking our stuff, damn it. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Right from under my nose, you bastard. Tor schließen. Ist ja gut. Hey, Mister. Hm. I'm just in a friendly mood today for some reason. Anyway, guess I'll be on my way. Hm. Stop taking our stuff, damn it! Right from under my nose, you bastard! Ist ja gut, ist ja gut. Right from under my nose, you bastard! Junge. Well, I'm sure you got things to do. Er passt ja nur auf seine Sachen auf. Ist okay. Mal hier was mitnehmen. Guter Brandy, hier können wir natürlich nicht trinken, aber warte mal. Wir könnten Mediziner, genau. So. Ja. Da geht's, hopp hopp. There, girl. Easy, easy. Hey, stop right where you are. Was ist da los? Time to die. Oh. I got shit. Ah, absteigen, absteigen, absteigen. Und Deckung gegen Deckung gehen. Move on in!
taucht das Pferd ab. Komm, ich bin auch wieder diese Hillbillys da. Sollte, wollten sie die Brücke hier unter Beschlag nehmen oder was? Da will ich nur einer. Den nehmen wir auch noch mit. $299. Wir könnten uns jetzt wieder freikaufen. Aber es geht ja auch so. Komm her, Jacko. Okay, Jacko reitet irgendwie, keine Ahnung, einen verdammt krassen Umweg. Oh, na toll. Ekliges Wetter. Da los. Easy. Hä? Ja. Easy. You're okay. Das ist jetzt meine Mission gewesen eigentlich, bevor ich mich da jetzt rein stürze. Okay. Wollen wir erstmal you whatever do you want? Lol. Oh, come here, you maggot. Please, sir. I'll really threaten me, would you? Please, I have a family, sir. Please. I don't care about your family. You owe me money. Bedrohen, lass mal. Why did it have to come to this, huh? Believe me, sir. I didn't want this either. You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts... I'm not running anywhere. I'm doing my best for you. You are a slippery little bastard. But I got you now. Please. Please, show some compassion. Please. If you'd been good, this wouldn't be happening. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money.
Hatten wir aber schon, oder? Zwei Steine, nämlich gerade da so eine Schatzkarte. Gucken, wenn wir anhalten, ob wir die noch sehen. Ach, wir sind ja zurückgeritten. Okay. Ja, so ist das. Mal gucken, was er jetzt sagt. Was ist denn meine Mission jetzt überhaupt da? Strauß. Irgendwie gar nichts. Did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Mit wat? Mission abgeschlossen. Aha. Okay. So, was haben wir jetzt noch für eine Mission hier? Da haben wir schon einiges. Oh, da hinten. Also braucht Hilfe bei einem neuen Geschäftsidee bei der Emerald Ranch. Ich denke mal, ich werde jetzt aber erstmal die Feierabend machen. Haben wir denn hier eventuell eine Mission? Hier haben wir gar nichts. Essen. Wir können essen. Komm, wir schnabulieren noch mal eine Runde. So, nehmen eine Schüssel Eintopf. Da habe ich mir verdient. So, essen. Sehr schön. Gut, dann machen wir jetzt Schluss hier. Yes, Miss Grimshaw. Mr. Matthews gave me a message for you. He said, when it was convenient to head into Emerald Ranch. Ja, ja. He's looking at a few business things there. Das hatten wir selber schon bekommen. He'll find something too. He always does. Will you be well now, Mr. Morgan? Ja, jetzt. Ich will dieses Video hier beenden. So, okay, gut. Dann Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.